Hallo, liebe Freediver. Seit dem 16.07. läuft der Vertical Blue, der wahrscheinlich größte und bekannteste Wettkampf im Freediving. Und seit einer Woche berichten wir auch regelmäßig, mehrmals täglich von dem Vertical Blue in unserer Facebook-Gruppe der Freediving Community. Wir posten euch den Link zum Livestream, damit ihr den Wettkampf live verfolgen könnt, euch die Tauchgänge anschauen könnt und wirklich auch von den Besten der Besten lernen könnt und eure eigene Technik damit verbessern könnt. Außerdem poste ich jeden Tag, soweit verfügbar, die Startlisten und auch die Ergebnislisten von diesem Wettkampf. Aber der ein oder andere hat sich vielleicht gefragt, was bedeuten denn diese ganzen Abkürzungen und welche Infos kann ich aus solchen Listen überhaupt rauslesen? Da schauen wir uns jetzt mal so eine Liste an und dann gehen wir das Punkt für Punkt durch. Dazu teile ich kurz meinen Bildschirm, damit ihr sehen könnt, worüber ich spreche. Da solltet ihr jetzt die Ergebnisliste von gestern sehen. Und gerade in der Ergebnisliste von gestern haben wir einige Infos, die wir uns da anschauen können. Als erstes habt ihr natürlich den Namen des Athleten und auch die Nationalität. Und dann kommt in der dritten Spalte die Disziplin. Normalerweise ist es so, dass bei Freediving-Wettkämpfen die Disziplin vorgegeben ist. Beim Vertical Blue ist es allerdings so, dass die Leute für Wettkampftag für Wettkampftag entscheiden, in welcher Disziplin sie starten wollen. Entweder Constant Weight mit Flossen oder ohne Flossen oder Free Immersion. Dann kommt die Announced Depth. Das ist die Tiefe, die die Taucher angeben, die sie tauchen wollen. Und das ist auch die Länge des Wettkampfseils für diesen Tauchgang. Meistens ist es so, dass als erstes die starten, die am tiefsten tauchen und als letztes starten die, die am wenigsten tief tauchen. Hier fängt es an gestern mit einem Tauchgang auf 100 Meter und der letzte Tauchgang ist dann auf 50 Meter. Dann habt ihr daneben die Realized Depths. Das ist die Tiefe, die die Taucher tatsächlich in dem Tauchgang getaucht sind. Oft ist es so, dass die der Announced Depth entspricht, aber es kann natürlich auch flacher sein, wenn ein Freediver den Tauchgang vorzeitig abbricht, zum Beispiel wegen Druckausgleichsproblemen. Das seht ihr hier unten in diesen Feldern, die gelb markiert sind, wo Early mit drin steht. Das sind die Fälle, wo der Tauchgang eben früher abgebrochen wurde und wo dann die Realized Depth geringer ist als die Announced Depth. Grundsätzlich gibt es pro Meter einen Punkt. Das seht ihr hier, die Punkte. Pro getauchten Meter einen Punkt, also tiefen Meter einen Punkt. Und wenn ein Taucher vorzeitig dreht, dann gibt es Punktabzug. Das sind die Penalties, die ihr hier seht. Deswegen haben wir hier zum Beispiel eine Tauchtiefe von 67 Metern. Aber es gibt nur 63 Punkte, weil 4 Punkte abgezogen wurden, weil der Tauchgang nicht so tief war, wie er angekündigt war. Grundsätzlich habt ihr in den in den Ergebnislisten oder in den Startlisten immer die Punkte Announced Depths oder Announced Performance, Realized Performance bei AIDA-Wettkämpfen, wird oft abgekürzt durch AP und RP. Hier heißt es einfach Announced Depths und Realized Depths, weil es immer um tief tauchen geht. Dann haben wir hier in der nächsten Spalte noch die Tauchzeit, Dive Time. Das ist die Tauchzeit, mit der zu rechnen ist bei den Startlisten bzw. bei den Ergebnislisten, die tatsächliche Länge von dem jeweiligen Tauchgang. Und unter Cards habt ihr jetzt das Ergebnis von dem Tauchgang. Wenn nichts weiter drin steht, wenn die Felder weiß sind, ohne Kommentar, dann ist es ein gültiger Tauchgang, eine weiße Karte. Allerdings haben wir da manchmal auch Abkürzungen drin und die wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Ganz oben fängt zum Beispiel an mit DNS. DNS bedeutet, der Taucher ist zum Tauchgang nicht erschienen, der hat den Tauchgang vor dem Start praktisch abgesagt und deswegen habt ihr hier auch keine Realized Depths oder Dive Time drin und 0 Punkte, weil der Tauchgang eben nicht stattgefunden hat. Gründe wären zum Beispiel, dass an dem Tag der Druckausgleich nicht so gut funktioniert. Der Taucher merkt es vor dem Start und entscheidet sich dann
dafür gar nicht erst zu starten. Dann haben wir aber auch noch die Earlies, die hier drin stehen. Das sind diese Tauchgänge, die während des Tauchens abgebrochen wurden. Die sind gelb markiert, weil dafür gibt es auch eine gelbe Karte im Wettkampf. Das ist ein gültiger Tauchgang, allerdings mit Strafpunkten. Und dann gibt es hier noch die rot markierten. Das sind Disqualifikationen, also ungültige Tauchgänge. Und ein Tauchgang kann ungültig sein aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel haben wir hier DQ Pull. DQ heißt immer disqualifiziert. Und in dem Fall hat die Taucherin am Seil gezogen. Und bei Constant Weight ist es so, dass die Leute nicht am Seil ziehen dürfen beim Abstieg oder beim Aufstieg, sondern nur bei der Wende, am tiefsten Punkt des Tauchgangs. Wenn die zu einem anderen Zeitpunkt am Seil ziehen, dann ist die Folge, dass der Tauchgang eben ungültig ist. Wer den Vertical Blue gestern verfolgt hat, der hat vielleicht gesehen, dass gestern zwei Weltrekorde gefeiert wurden bei den Damen in Constant Weight auf die Tiefe 105 Meter. Allerdings ist es so, dass eben nach dem Tauchgang, nach dem Ende des Wettkampftags, die Videos dann nochmal gesichtet wurden und dann festgestellt wurde, die Taucherin hat eben am Seil gezogen und deswegen wurde sie nachträglich disqualifiziert. Und somit gab es gestern nur einen Weltrekord, nur in Anführungszeichen, in Constant Weight von Alenka Artnik und auf die Tiefe von 105 Meter, hier nochmal in blau markiert. Ich denke, die Berichterstattung wird sich auch noch ein paar Tage halten, weil eben die Infos schon draußen waren, dass es zwei Weltrekorde gibt, aber tatsächlich wurde das eben nachträglich revidiert. Das ist also DQ Pull. Dann haben wir noch DQ SP. Das ist eigentlich einer der Standard-Disqualifizierungsgründe. Und zwar ist es eine Disqualifizierung aufgrund eines fehlerhaften Oberflächenprotokolls. Nach dem Auftauchen müssen die Taucher das Oberflächenprotokoll absolvieren. Und das bedeutet, innerhalb von 15 Sekunden nach dem Auftauchen, Maske ab, Nasenklemme ab, was die Atmung behindert, Fluid Goggles, keine Ahnung, alles abnehmen, ein Okay-Zeichen zum Wettkampfrichter geben und sagen, I'm okay oder I am okay. Wenn die das in einer anderen Reihenfolge machen, wenn die dazwischen irgendwas anderes machen oder wenn das länger dauert als 15 Sekunden, dann sind sie disqualifiziert und ihr habt hier den Vermerk, DQSP, zum Beispiel bei dem Adam Seller, bei dem ist es gestern aufgetreten. Und dann haben wir auch noch den anderen Klassiker, den Disqualifizierungsgrund Blackout, DQBO. Das bedeutet, dass eine Bewusstlosigkeit während dem Tauchgang oder nach dem Tauchgang oder am Samba aufgetreten ist, wo der Taucher Unterstützung gebraucht hat. Und auch diese Tauchgänge sind natürlich ungültig und die Taucher werden disqualifiziert und kriegen 0 Punkte. Ja, das sind so die Hauptinfos, die wir aus diesen Ergebnislisten rauslesen können. Wenn ihr den Vertical Blue weiterverfolgen wollt, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe. Wie gesagt, sobald verfügbar, poste ich immer die Start- und die Ergebnislisten und auch Infos zu den Athleten oder zum Wettkampf grundsätzlich. Und eben auch die Links für die Live-Übertragung von den Tauchgängen. Das hat man wirklich ganz, ganz selten, dass die Tauchgänge von Anfang bis Ende komplett gefilmt werden, dass wir uns die auch angucken können und was daraus lernen können und dass das Ganze auch noch live übertragen wird. Ich muss sagen, das ist schon ein super Service und absolut ungewöhnlich bei den Freediving-Wettkämpfen. Genau, ansonsten, wenn ihr euch näher informieren möchtet über die verschiedenen Disziplinen, Constant Weight, Free Immersion und auch über die aktuellen Rekorde oder auch über die Schwimmbaddisziplinen, dann haben wir da einen Blogpost für euch auf meiner Website und den Link, den poste ich auch nochmal in die Beschreibungen. Genau, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag und noch eine tolle Freediving-Saison und bis zum nächsten Mal. Tschüss!